Mein kleines Geburtstagskind. Wie alt bist du denn geworden? 4 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Wir haben heute den 27.08.2017 und unser großes Mädchen hat heute Geburtstag. Ihr habt schon gesehen, sie hat einen wunderschönen kleinen Geburtstagstisch bekommen. Guck mal! Wir starten ganz gemütlich in den Tag. Wir werden gleich zusammen frühstücken und wir nehmen euch heute natürlich mit. Noch nicht gucken! Dieses Jahr gibt es übrigens eine andere Geburtstagstorte. Frieda schmult schon als die letzten Jahre. Wir haben uns dieses Jahr für eine Benjamin-Blümchen-Torte entschieden von Koppenrad und Wiese. Ich kenne die natürlich noch von früher. Ich weiß nicht, wenn ihr sie auch von früher kennt, dann werdet ihr dieses Gefühl kennen. Wir selber hatten nie eine, deswegen finde ich es super, super geil, dass wir die jetzt vorstellen dürfen. Also wir arbeiten mit Koppenrad und Wiese zusammen. Und ich freue mich mega, da ist nämlich auch eine Figur dabei. Und das Coole ist halt wirklich, die braucht man einfach nur auftauen, also aus der Packung rausnehmen, auftauen lassen und fertig, ja? Und deswegen, ich werde jetzt die Kerzen mal holen und werde mal die Torte etwas dekorieren. Bitte, magst du mal helfen beim Tischdecken schon mal? Ja, ne? Und Brot brauchen wir noch. Der lunzt schon auf die Torte. Noch eine Krone, die werde ich jetzt mal aufsetzen. Die bestellt? Ja. Jetzt sind wir volle fest. Wow. Gut sieht es aus. Kannst du jetzt die Kuchen holen? Warte, ich muss mal die Kerzen anmachen, okay? Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Frieda. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag, mein kleiner Schatz. So, jetzt. Auto, jetzt sind fertig, los. Und nochmal. Und nochmal. Ja, bravo. Was ist das? Da ist noch ein kleines Geschenk, weil wir müssen ja erstmal das Papier noch abmachen, damit wir die dann so schön schneiden können. Stopp. Halt, warte, ich mach besser. Naschst du schon? Guck mal hier. Danke. Muss mal schauen, was da drin ist, ne? Ich möchte das erste. Na klar. Frieda nascht dich schon die ganze Zeit. Frieda dreht komplett frei. Frieda ist total glücklich, ne? Wegen den Luftballon. Guck mal, was der kann. Na los. Oh, Chino! Und? Wow! Ich bin runtergesprungen und dann habe ich den... Du bist doch runtergesprungen. Du bist ja der Wahnsinn, Frieda. Da musst du echt aufpassen. Mein Video ist gerade online gegangen. Bei mir kommt ja immer... Donnerstags und Sonntags Video online, heute Sonntag, deswegen ist gerade ein Video online gegangen. Und das gucken wir uns jetzt an als Familie. Okay, wollen wir das machen? Ja. Wir haben ja lecker gefrühstückt, wir haben gerade schon tolle Telefonate und Skype-Gespräche gehabt. Oh, und jetzt werden wir erstmal duschen gehen. Nee, wir gehen noch nicht duschen. Doch. Nee, noch nicht. Doch. Sonst wir gehen jetzt duschen. Sonst schieße ich dir mit deinem Papa.
bisschen verrückt heute, ne? Macht Spaß? Ja, ja. Was machst du da? Ja. Wieder, wer zuerst im Bad ist, auf die Plätze. Fertig, los. Mich verkleidet. Frieda hat auch schon ihr Geburtstagsoutfit an. Wir waren gerade noch mal duschen und hatten jetzt noch mal ganz spontan kurz Besuch von Friedas bester Freundin, die Mama. Leider kann Friedas beste Freundin nicht kommen, weil die nämlich im Urlaub ist mit ihrer Oma. Aber sie hat ein bisschen Zuckerwatte vorbeigebracht. Voll niedlich, muss ich euch mal zeigen. So süß. Wir machen jetzt hier gerade noch so ein bisschen klar Schiff und dann fangen wir an, ein bisschen zu schmücken. Das mache ich zusammen mit der Frieda. Die freut sich schon. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz ein bisschen Schminke ins Gesicht hauen und dann können wir schmücken. Es geht los, wir fangen an zu dekorieren. Ich habe da unten schon eine kleine Pompom-Kette rangehangen. Und jetzt geht's weiter. Markus muss mal wieder Luftballons aufblasen. Der Arme. Ah, nee. Oh, ein Einhorn. Süß. Guck mal, Frieda. Sieht das auf dem Tisch schön aus? Ja, das können wir auf den Tisch stellen, wenn du möchtest. Guck mal, lila Tischdecke. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Bei uns an Geburtstagen eigentlich immer ist, dass irgendwie das Mittagessen zu kurz kommt. Man bereitet irgendwie die ganze Zeit vor und vergisst dann immer irgendwie was zu essen. Also wir haben ja nun Frühstück gegessen, obwohl die Frieda da auch sehr spartanisch gegessen hat. Deswegen mache ich jetzt mal ein Brot. Wir haben es jetzt, wie spät, Markus? Um 1. Wir haben es jetzt um 1, ja. Aber das Ding ist, ich habe jetzt irgendwie keine Lust großartig zu kochen, weil es gibt ja auch gleich Kaffee und Kuchen. Und wir haben mehr als genug Kuchen. Ich habe für die Kinder ja noch Windbeutel geholt gehabt und eine Packung Windbeutel auch noch für die Kinder im Kindergarten. Und dann halt die Muffins. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Habe ich euch die schon gezeigt? Ja. Das sollten ursprünglich mal Muffins werden, die sind irgendwie aber alle zerlaufen, weil ich nämlich die Förmchen zu voll gemacht hatte und meine Muffinform nicht gefunden habe. So. Deswegen sind die alle ein bisschen zerlaufen. So, Frieda darf schon mal an ihrem Geburtstagstisch essen. Guck mal, hier ist das kleine Fohlen und hier ist das große. Ich mag die große. Nachdem hier drinnen jetzt alles soweit klatschig gemacht wurde, habe ich mich jetzt nach draußen begeben und mache jetzt die Terrasse noch einigermaßen ordentlich. Und wir gehen mal gucken, was die Frieda macht. Ich werde die ganze Zeit spielen. Achso, Markus macht das Bad. Fleißig, fleißig. Das ist so niedlich. Ich liebe es, Frieda zu beobachten, wenn sie spielt. Das ist jetzt so eine Fantasie entwickelt. Das ist echt der Wahnsinn. Nee, jetzt mit 4 Jahren, ne? Schon eine krasse Nummer. 4 Jahre ist Frieda jetzt schon bei uns. 4 Jahre. Krass. Die ersten Gäste sind da. Quatsch, jetzt haben wir kurz was getrunken. Wie heißt der genau? Und gleich gehen sie hoffentlich rausspielen. Die Kinder ist schon eine Hausnummer. Das eine Kind ist noch im Kinderzimmer, die will nicht rauskommen. Das andere Kind wollte sich nicht vom Papa lösen. Und ein Kind fehlt noch. Also haben wir eigentlich nur 6 Kinder. Sieben, ja gut, doch schon die Kinder. Nur ich darf stehen. Die letzte kommt endlich. Yes. Wow, das macht aber so. So,
kommt mein Papa. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Frieda. Happy Birthday to you. Und jetzt muss ich wieder die Kerzen auspusten. Ganz toll. Wow. Was für ein entspannter Kindergeburtstag. Wir sitzen mit meiner Familie und quatschen und trinken Kaffee. Und die eine Hälfte der Kinder wird gleich geschminkt. Und die anderen machen, glaube ich, so Riesenseifenblasen, glaube ich. Wir schauen mal. Ein kleines Chaos. Aber die Kinder haben total niedliche T-Shirts umgemalt, hört mal. Eigentlich wollten sie ja Einhorn-Haarreifen basteln, aber die Kinder haben sich komplett dagegen entschieden. Aber ich glaube, sie sind trotzdem sehr, sehr happy. Jetzt kommt die Piñata. Fast alles geschafft. Wir haben jetzt gegrillt und die Erwachsenen essen jetzt. Die meisten Kinder sind auch schon abgeholt. Und meine Schwiegermutter macht so. Nein, es war wirklich toll. Ich wollte eigentlich gar nicht die Aufmerksamkeit. Jetzt! Ich hab's endlich auf Band. Ich brauche sie nie wieder blören. Problem mit den Socken ist so. Nein, also ich wollte euch nur sagen, was wir jetzt gerade machen. Wir sitzen hier total gemütlich und essen und die Kinder spielen im Kinderzimmer. Sind noch wie viele Kinder da? Nela, Frieda, Ella, Bennett. Ja, Bennett, der stresst, ey. Boah. Nur aus dem Kinderzimmer. Vor allem klebt er nur an der Mama. Aber die haben gerade schon aufgeräumt mit Franzi. Ich glaube, das haben sie auch gerade schon wieder unordentlich gemacht. Die haben jetzt eine Höhle gebaut. Also es ist unordentlich. Was hast du denn? Die meisten, fast alle Gäste sind weg. Nur Franzi ist noch da. Ich bin noch als letztes gekommen. Das stimmt. Und du hast beim Aufräumen geholfen. In den Kinderzimmern. Die Küche ist Chaos. Und eigentlich auch das ganze Wohnzimmer ist Chaos. Was aber dafür spricht, dass die Party gut war. Also Ria, Sven, falls ihr das seht, danke nochmal dafür, dass ihr die Küche mal aufgeräumt habt zwischendurch. Ich wüsste nicht, wie sie jetzt aussehen würde, wenn ihr es nicht getan hättet. Ich gönne mir jetzt noch ein Feierabend-Gläschen Lillet und beende diesen Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Alle Infos habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, das war's. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bye bye. Tschüss.